Hallo, willkommen zum zweiten Teil meines Videos, das Geheimnis aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe weiter recherchiert und ich glaube, ich habe jetzt die richtige Position gefunden. Hier befinde ich mich jetzt auf dem Weg dahin, es sind noch etwa 300 Meter. Und hier links von mir, der Wald ist voller großer Löcher. Das sind Reste von ehemaligen Bombentrichtern aus dem Zweiten Weltkrieg. Es sieht also recht gut aus. Wir scheinen hier richtig zu sein. So, jetzt sind wir unmittelbar davor. Es muss hier im näheren Umkreis sein. Hier im Boden, ich weiß nicht, ob man es auf dem Video erkennen kann, sind die Reste eines Weges, könnte aber auch ein Reste eines Schützengrabens oder sowas sein. Okay, sieht recht vielversprechend hier aus. Dann fange ich mal an zu suchen. So, jetzt sind wir mitten im Wald. Hier ist zu meiner Linken, bei euch direkt voraus, ein ziemlich großer Bombenkrater. Gleich rechts daneben ist noch einer und da hinten ist noch ein größerer, etwa 20 Meter entfernt. Da gehen wir jetzt mal hin. Ich muss hier ganz schön aufpassen, hier liegt alles voller Äste. Das ist der größte hier, den ich bis jetzt gesehen habe. Etwa 5 Meter Durchmesser, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Also müssen direkt in unmittelbarer Nähe sein. Hier befinde ich mich jetzt am Rand eines ziemlich großen Loches. Das sieht auch nicht aus wie ein Bombentrichter. Es hat eine längliche Form. Sieht aus wie eventuell die Reste eines alten Bunkers. Wurde vielleicht gesprengt. Oder er bekam damals einen Treffer ab von einer der Bomben. Ich habe jetzt hier in unmittelbarer Nähe mal kurz mit der Sonde gesucht und direkt ein Signal bekommen. Etwa 2 Meter von dem Loch entfernt. Ich habe es vorsichtig ausgegraben, weil wer weiß, was hier so alles noch im Boden liegt. Hier ist es. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Es ist sehr schwer. Sieht aus wie ein Stück einer der alten Bomben. Also ein Bombensplitter. Ich nehme an, dass hier der ganze Boden voll damit ist. Gebäude stehen ja leider keine. Es muss auch gar keine gegeben haben. Vielleicht war es nur ein Bunker. Ich habe keine Ahnung, wie groß dieses Depot war. Aber die Location hier ist doch ganz interessant. Ich habe noch nie so viele Bombentrichter in unmittelbarer Nähe gesehen. Es ist wirklich alles voll hier. Da hinten sind noch ein paar Pilzsucher unterwegs. Ich suche jetzt mal noch hier noch ein bisschen weiter, vielleicht gibt es hier noch was zu sehen. Wenn dem so sein sollte, melde ich mich noch mal bei euch. Ansonsten war das erstmal das Ende des zweiten Teils. Mal sehen, was hier noch so kommt. Bis dann. Ach ja, wäre ganz toll, wenn ihr mir einen Daumen hoch lasst oder vielleicht sogar ein Abo. Bis dann. Ciao.